Komm, jetzt chatten wir. Du kannst noch ein bisschen hier sitzen bleiben, wenn du willst, okay? Ja. Ah! Bist du im Flugzeug oder im Auto? Nee, ich sitze auf dem Balkon. Und wo, an was für der Straße? Wie viele Spuren hat die Straße, wo du bist? M2, ich sitze an der Wildenbruchstraße in Neukölln. Krass, du siehst aus wie ein Pilot. Wolltest du früher Pilot werden als kleines Kind? Nee, ich glaube, dazu braucht man gute Augen, die habe ich leider nicht. Warum? Wie viel hast du minus? Minus 5 auf beiden Seiten. Hast du Kontaktlinsen drin? Richtig. Hol mal raus! Nee. Doch, komm, hol mal raus, ich will einmal sehen. Nee. Hol mal raus! Doch, ich will einmal sehen. Da brauch ich Licht. Mach Licht halt an, mach doch mal Licht an. Ich hab auf meinem Balkon doch kein Licht. Na, geh rein mit deinem Laptop. Oder hast du nur draußen Netz? Das ist so nicht richtig, aber ich will jetzt doch jetzt hier nicht so einen Akt der Bewegung hinlegen. Typisch Neukölln, ne? Will keinen Akt der Bewegung hinlegen, ne? Wovon lebst du denn? Von meinen Eltern. Siehst du? Wie alt bist du denn? Ich bin 18. Ich bin immer noch Schüler, kein Student. Wohnst du zu Hause denn? Ja, richtig. Jetzt gerade? Ne, jetzt gerade nicht. Ich besuche meinen Bruder. Ich komme eigentlich aus dem Norden. Ah, und hattest du noch so eine riesen fette Hornbrille bis vor kurzem noch? Und dann hatte ich immer hatte ich leider als Kind. Ja, als Kind hatte ich das auf der Grundschule. Und haben dich alle gehänselt? Leider ja, Uwe. Was haben die zu dir gesagt? Nicht bezüglich der Brille. Ich galt einfach immer so als der Wichser. Warum? Was hast du gemacht? Ja, ich weiß es doch nicht. Also. Ja, aber was haben die zu dir gesagt? Wie hat sich das also geäußert? Also warum haben die, ja, aber haben die es begründet? Haben die gesagt, ey. Ja, ich habe sie halt provoziert gerne. Ich hatte auch Freunde, aber ich hatte dann halt auch immer noch Stress mit anderen Leuten. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Aber jetzt, aber es geht dir ja ganz gut gerade, ne? Ja, jetzt geht's mir blendend. Ich freue mich, dass ich hier. Und wann hattest du deine erste Freundin dann? Die hattest du auch auf der Grundschule, ja. Hä? Ja, ich war nicht das Totalopfer. Ich hatte ja Freunde, wie gesagt. Aber auch eine Freundin? Ja, die auch. Und wie sah die aus? Hat die auch eine dicke Brille? Ne, die hatte keine Brille. Hattest du immer die geilsten und deswegen haben die anderen dich alle verprügelt? Also wie du, ne? Ne. Bisschen nicht. Laut, der Verkehr, ne? Mach, geh doch mal rein, okay? Bist jetzt reingegangen? Ja, richtig. Sieht ganz anders aus im Licht, ne? Noch schöner, ja. Kannst du jetzt mal die Kontaktlinsen rausnehmen? Nee, Uwe. Du guckst aber so, als hättest du gerade gar keine Kontaktlinsen drin. Nee, ich hab ja so, wenn ich lache, hab ich so eine Schlitze, ja. Und wie ist das, also wenn ich zum Beispiel die Brille abnehme, dann wandert bei mir ein Auge wandert bei mir immer so nach links, ne? Aber immer nur eins, ja. Ne? Eins zur Zeit, entweder so oder das andere Auge wandert, ne? Aber das ist aber immer nur, wenn ich die Brille nicht aufsetze, dann wandert immer ein Auge. Und bei dir, was passiert bei dir, wenn du die Kontaktlinsen nicht hast? Ja, ich laufe überall gegen, ich kann gar nichts sehen. Ich kann auch nicht sehen, warte. Nee, überhaupt nicht. Trägst du auch ab und zu Kontaktlinsen, Uwe? Nee, das tut mir weh. Obwohl, so. Mein Optiker immer sagt, selbst Schimpansen können das, ne? Sich für Kontaktlinsen einsetzen. Ja, das ist Gewöhnung, das musst du immer machen. Kommst du vielleicht aus dem Loch da mal raus. Wobei, so ist auch ganz geil. Glaube ich, oder? Hast du eine Webcam, die deinem Computer eingebaut ist, oder kannst du deine Webcam abnehmen? Nee, ich hab die im Computer. Na schade, weil wenn du jetzt die Webcam abnehmen könntest, könntest du deinen Computerscreen zeigen, ne? Und dann würdest du bei Safari den Verlauf uns zeigen. Was sind die letzten 20 Seiten, die du angeklickt hast, aber ganz ehrlich sagen. Ich guck. Ja, der kann jetzt alles sagen. Das ist boring. Hol mal deinen Bruder, das Zeugen! Dein Bruder soll sich jetzt hinter dich stellen und soll alle letzten 10 Seiten uns mal aufzählen. Das hol ihn mal schnell! Hol ihn mal, natürlich! Das musst du uns erst beweisen. Geh mal mit deinem Laptop in das Zimmer von deinem Bruder. Das ist das Zimmer von genau. Deinem Bruder. Du besuchst ihn und er ist nicht da, oder was? Ja, der ist gerade, macht irgendwas für die Uni oder trifft sich mit Uni-Leuten. Ja, mit Uni-Leuten, genau. Aber ja, sagt er. Ja. Aber das ist voll das krasse Checkerzimmer, ne? Das ist doch voll geil aus. Zeig noch mal das Zimmer. Ja. Krass!
Das hat mal immer die coolsten, solche Zimmer, ne? Mit so einem Schrank und sowas. Mit einer Couch. Wie heißt dein Bruder? Weiß ich gar nicht, ob der das will, dass hier sein Name gesagt wird. Doch, aber das will der. Ja, das ist Jonas. Ja, boring. Ich guck nochmal den anderen an, ja? Ja. Bis gleich. Hallo Uwe. Hallo Uwe. Krass, Wladimir Putin! Ja, wir sind in Russland! Schalten wir nochmal hin, wenn es richtig scheiße läuft hier, ne? Genau. Dann reden wir nochmal mit denen. Oh, da ist aber ein Typ! Wie sieht der denn aus? Der sieht aus wie ein leider Sportmoderator von DSF. Bist du der Kumpel von dem Piloten? Nein! Von wem bist du der Kumpel? Von keinem, der hier zu sehen war bis jetzt. Du bist komplett selbstständig hier bei uns? Ja, ja. Und du hast so einen Aufräumfimmel, ne? Bei dir ist alles ganz, weil alles schon ordentlich ist, ne? Hier steht nichts auf dem Regal hin. Ja, eben, und der ist total ordentlich. Zeig mal den Rest von deinem Zimmer. Oh, hier sieht aus wie die Hölle. Zeig mal. Das willst du nicht sehen, wirklich. Doch. Oh. Ja, zeig mal. Aber mit Licht. Sieht total cool aus. Das ist total cooles Zimmer. Zeig nochmal. Kennt ihr Seinfeld hier? Zeig nochmal. Nee, zeig mal. Da, stopp! Halt mal da länger hin. Runter! Nee, runter! Da möchte ich noch mal länger gucken. Ich will raten, was das alles ist. Bitte, zeig doch noch mal. So, hier ist mein Klavier. Zeig noch einmal. Ja, cool, du bist ein toller Musiker. Das sind gut aufgehört. Zeig noch mal nach vorne. Alter, ihr, das ist die Hölle gerade hier, wirklich. Stopp! Lass doch mal da stehen! Das will ich jetzt sehen. Sonst mache ich selber Freeze. Weißt du, wie es geht, aber ich drohe ihm jetzt damit. Ich mache sonst Freeze. Was ist das da ganz hinten, das Blaue? Ist da, hast du da eine Leiche verpackt? Da ist ein Kissen auf dem Boden. Und noch geht aber hin, war das eine Unterhose auf dem Tisch? War das eine Unterhose auf dem Tisch? Nee, das war eine Bestelltüte von einem Online-Handel, weil ich da gerade bestellt habe. Wo hast du denn bestellt? Bei der Stadtreinigung? Nee, Klamotten im Internet. Dein Lieblingsstück, was da auf dem Boden liegt. Hol das mal, zeig uns das mal. Ich hol auch mein Lieblingsstück. Warte, okay, warte, ich hol, ja? Ja, ich warte auch, okay? Also du wartest auch. Ja. Das lag nicht auf dem Boden, oder? Lag auf dem Boden? Die Regel war, Fred. Ey, du Fred. Ja, aber die Regel war, du sollst Sachen holen, die auf dem Boden lagen. Ach so, ja, okay, das hing an der Wand. Ja, das war schon die Sachen, die auf dem Boden liegen, sollst du das holen, was dir am wichtigsten ist. Das, ja, was, okay, was, das ist das Geilste, was ich am Boden liegen habe. Worauf du am stolzesten bist, von allen Sachen, die bei dir am Boden liegen. Okay, warte. Ja, wir warten. Man ist immer auch abhängig von solchen Typen und deren, und wie die so drauf sind und wie schnell die sind, ne? Da hängt so eine Show auch ein bisschen dran. Aber er gibt sich nicht mal Mühe. Weil wenn der jetzt natürlich noch lange sucht. Er hätte den Laptop auch so hindrehen können, dass wir gucken können. Ja, aber er schämt sich für die Unordnung, ne? Er zeigt den einzig aufgeräumten Teil. Und wegen dieser komischen Günter Jauch-Frisur habe ich gedacht, dass der total aufgeräumt ist. So blenden Leute im Internet, ne? Und dann besucht man den, dann schlachtet er einen ab, ne? Holt er aus so einer Tüte, die er im Onlinehandel hat, ein Messer und haut dich tot, weil er so die Leute blendet, ne? Mit seiner aufgeräumten Showkulisse. Das wäre so, als wäre das hier gar nicht mein Zimmer, sondern ein Telekom-Shop in Wirklichkeit, ne? Nein, das ist ja nur so. So macht er auch. Ja, das haben wir jetzt verstanden, dass du dich hier präsentieren willst als toller Musiker mit Keyboard und Günter Jauch-Frisur. Nein, das stimmt nicht. Aber ich werde nicht mit dir über deine Musik reden und ich will auch nicht, dass du jetzt hier irgendwas vorspielst. Nein, das werde ich aber wieder nicht vorgehabt. So, was ist dein liebstes Stück auf dem Boden? Kann ich dir jetzt nicht mehr zeigen, weil dann kriege ich wieder Ärger. Nee, zeig! Das hat auch mit Musik zu tun. Wow, oh, der ist ja cool. Deswegen. Ich habe nur Müll Musik auf dem Boden, wirklich. Zeig mal! Ja, jetzt will er sagen, guck mal, ich habe eine CD, da sind jetzt Sachen drin von Led Zeppelin. Ja, Stairway to Hell. Nein, das ist ein, genau. Das lag wirklich auf dem Boden, ich schwöre. Auch was von Dido, weil er kennt sich auch in Popmusik aus. So, er hat da keine Berührungsängste. Er hat natürlich die alten von Bruce Springsteen. Zeig mal eine CD aus deinem CD-Körperchen. Okay, warte mal. Dann hole ich die eben, warte. Okay. Die hast du noch gerade in deiner Hand gehabt, oder nicht? Nein, ich habe meine Mikrofon in der Hand gehabt. Oh, noch schlimmer, du singst auch noch, ne? Ist ein bisschen peinlich jetzt. Ich, ja.
Ich zeig, du hast dich jetzt hier eingeloggt, weil du uns was vorsingen willst, ne? Nee, das darum nur. Nicht. Und warum hast du da ein Mikrofon? Spielst du Gitarre? Nee, das ist zum Aufnehmen, ach nee. Recording. Cool. Ja, leider ist hier kein anderer Thumbnail gerade zur Verfügung. Sing uns doch mal was vor. Nee, aber hast du eine Freundin? Nee, auch nicht gerade. Aber hier sind Frauen. Tschüss. Ja, prima. Danke. Ja.